Moin, moin. Willkommen bei der ersten Folge von dem, ja, nicht genau Let's Play, aber fast Let's Play. Also, es ist eine Art, ja, bauen, erleben, Abenteuer, Spaß haben, andere trollen. Ja, das noch nicht so schnell jetzt. Zuerst müssen ein paar Leute kommen. Viele haben halt noch nicht so viel Bock, weil man halt auch etwas gefordert wird. Obwohl es sehr viel Freiheit hat, so eine Rollenspielwelt. Ja, in dieser Rollenspielwelt, die ich einfach mal aufgemacht habe und schauen werde, wie es so geht. Man muss sich halt auch zusammen kennenlernen oder ja, kennen. Und deshalb ja, schaue ich mal, wie es so ankommt. Ja, so schnell werde ich es auch nicht wieder beenden, weil ja, gute Dinge brauchen halt ihre Zeit und momentan ist noch nichts los, weil es noch nicht bekannt ist. Das Server ist aber doch schon recht bekannt geworden jetzt, auch wegen den vielen YouTubern, die hier ein bisschen mithelfen durch ihre Videos. Und der Chat ist gerade ein bisschen voll. Wir haben 20 Leute drauf und dann die Cheat-Plugin und so Sachen. Da geht halt ein bisschen die Post ab. Aber sonst kann ich sie auch kleiner machen oder ganz abschalten, den Chat. Ja, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen sammeln. Rohstoffe für die ersten Sachen. Wir brauchen vor allem das schwarze Holz, das Schwarzeichen oder Dunkeleichenholz, wie es heißt. Da oben ist Lava. Und wir brauchen, was könnten wir gebrauchen? Gravel könnten wir noch gebrauchen. Also ich habe schon recht viel vorgearbeitet, weil ja, ich hatte es eigentlich noch nicht im Sinn gehabt zu Let's Playen oder einfach zu zeigen oder nur Update-Videos zu machen, aber weil so viele es wollten, habe ich gedacht, ich mach's. Und ja, weil der Anfang meistens das langweiligste ist und es jeder kennt, habe ich das mal ja so gemacht, dass ich nicht von vorne anfange und auch nicht alles zeigen werde, weil ich muss extrem viel angeln, ich muss extrem viel meinen, das ist langweilig. Also ihr kennt sicher Kräftedeck 3 oder sonstigen ein Projekt und in diesem Sinne habe ich es auch vor, aber ganz, ja nicht ganz anders, aber es mit vielen Neuerungen und so ja, zu bestücken. Ich finde keinen Wald, der mir die Dunkelheichen gibt. Ah, der Blue Place ist auch wieder mal da. Das sind alles alte Kollegen. Die kommen. Yay, endlich geschafft. Was hast du geschafft? Minecraft zu installieren auf die richtige Version. Ja, es ist noch 1.89, aber das liegt halt an einem Plugin. Das ist ein Plugin, das uns einfach nicht 1.9 lässt. Und das ist Multiverse Inventar. Ich weiß nicht, wieso das nicht weitergemacht wird, aber wir brauchen es für die PvP-Welt, dass man dort kein Inventar von hier mitnehmen kann und so. Und deshalb haben wir noch die Probleme, aber ja, Vloster, also Seslik heißt er jetzt, ist eigentlich ein recht guter Server-Owner, Betreiber, der sich mit Plugins auskennt und irgendwie kriegt er das dann schon hin und haben wir auch 1.9, obwohl ich überhaupt kein Fan bin, wegen dem Kampfsystem und dem Elytra, wo Lecken den Server zum Lecken bringt, wenn zu viele herumfliegen und so, zu viele haben. Und ja, wir haben zwar nicht so die Hardcore-Spiele, aber dennoch ist es halt auch wegen den geringen RAM. Wir haben nur 4 GB, das ist schon viel, aber ja, bietet das nicht so den Schutz für lagfreies Vergnügen, Spielvergnügen. Und ja, wenn wir dann 1.9 haben, ja, wird ja irgendwie größer. Also wir haben jetzt sicher 20 oder mehr Slots. Und das macht den Server natürlich schon recht
gut und voll. Also staune immer wieder, wie schlecht er damals war und wie gut er jetzt ist. Also der Fortschritt. Und es sind auch nette Spieler hier und die eigentlich auch viel für den Server machen. So gibt es immer wieder Leute, die betteln oder Unsinn machen, aber gegrieft wird eigentlich fast nie mehr, weil wir den Server gut schützen können. Und sonst haben wir immer wieder Backups oder sonstige Sachen. Also auf unserem Server haben Griefer gar keine Chance, weil wir es zu gut machen. Ja, und mich freut es einfach riesig, dass es so lebendig hier ist und möchte die Spiele auch ein bisschen zusammenschweißen, weil momentan machen die meisten Spiele nur zu zweit irgendwas oder noch weniger. Und das macht dem Server halt auch nicht so gut. Und für die Spiele, wo sowieso nicht so viel Zeit haben, ist es dann schwer zu interagieren. Ja, komm. Ich kann nicht so schwer die schwierigen Wörter im Hochdeutsch nicht so gut, weil wir in der Schweiz, echt wenig schwere Wörter haben. Immer Abkürzung. Und ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und deshalb ja, meistens die Spieler alleine sind oder weit weg und der Server halt ein bisschen alleine. Also die Spieler alleine sind auf dem Server. Minecraft ist halt schon zu alt. Es hat halt manche Macken, dass man von einem Server-Owner oder Admin und so und für einen normalen Spiel auch zu Problemen kommt. Auch wegen der Riesenauswahl auf dem Server. Also ich will immer wieder, ja, mal Bed Wars machen, mal will ich kreativ spielen, mal will ich PvP machen. Ich komme nie zum Bauen sozusagen. Mit diesem Let's Play möchte ich eigentlich wieder zum Bauen kommen und auch mit anderen Spielen bauen. Wir haben einen TS3, da dürft ihr gerne reinkommen und mit mir reden, mit anderen reden und so weiter. Ja, der Server ist eben offen. Ihr müsst euch nur kurz einer Prüfung unterziehen, die extrem leicht ist. Einfach gut zu also lesen. Und schon seid ihr auf dem Server Spieler. Und dürft eigentlich da überall bauen und die Welten betreten und so Sachen. Und es gibt wirklich nette Spiele auf diesem Server, wo ihr schnell Freundschaft knüpfen könnt. Ja, also ich mache einen kleinen Unterbruch, bis ich das Biom gefunden habe, damit da auch was passiert in einem Video. Ich möchte auch die Videos ein bisschen spannender machen als das letzte Mal. Ja, ich habe viel Bock, viel mehr Bock wieder. Es ist halt auch ein bisschen anstrengend, manchmal so viele Videos zu machen. Deshalb, weil ich auch ein bisschen, ja, nicht so gesund bin, kann ich nicht mehr so viele Videos machen. Dafür spannendere und Videos, die euch gefallen, die auf euch angepasst werden. Müsst ihr nur sagen, was ihr genau wollt und ich mach's. Ja, also bis gleich. Jo, guckst du. Da haben wir ihn. Endlich. Ich habe eine neue Welt machen müssen. Das kann man auf unserem Server, weil es ja nur Farmwelten sind. Und bin eigentlich, ja hier, man sieht es nicht so gut, aber da war das Spawn, oder? Ja, man sieht es leider nicht so gut. Kann es jetzt nicht sagen, aber hier war ich, ja, da war's. Da bin ich gestartet, bin hier runter. Ist jetzt nicht so weit, mehr gewesen, aber in der ersten Welt bin ich sehr weit gerannt. Und genau deshalb möchte ich eigentlich, also hier bin ich da. Genau, das ist die alte Welt. Ja, das ist schon heftig. Genau deshalb möchte ich das auch nicht so zeigen, weil, ja,
Das hat mich ja schon bei Gronkh beim neuen Let's Play von ihm, von Minecraft Let's Play, gestört. Das hat mich bei Wulfrust gestört, wenn man Hexit. Als Zuschauer muss man das nicht unbedingt sehen. Als Spieler muss man ja das machen, um irgendwie etwas zu finden. Wenn man bedenkt, wenn man mal irgendwie eine Schnellstrecke machen will aus diesem Packeis und dazu das Biom vom diesem Eisbike-Biom, genau, also Eisstachel-Biom oder so, das ist schon extrem heftig, das zu finden. Das braucht extrem lange. Und ich kann ja immer wieder das Video unterbrechen oder dann auch schneiden, da ich ja jetzt meistens nur ein Video gleichzeitig hochladen muss. Also bearbeiten, hochladen tue ich immer getrennt. Ist ja für mich das natürlich auch viel ja weniger mit Verwirrung und und Konzentration behaftet. Weil so Video-Dinge zusammen kleistern ist schon ein bisschen mit Konzentration abhängig. Und ich bin nicht so derjenige, der gerne ja so anstrengende Sachen macht, die Konzentration verlangen. Ich bin auch nicht mehr so, also ich bin von Krankheiten so langsam zerstört innerlich, dass ich ja nicht mehr so viel machen kann. So ist es leider, wenn man eigentlich geboren ist mit Fehlern, mit zu viel Schutz. Also es ist eine Autoimmunkrankheit, die halt im Laufe des Lebens auch ein bisschen Probleme macht, Probleme bringt. Und der Körper meint jetzt zum Beispiel, ich hätte irgendwas, was bösartig wäre, aber dabei ist es eigentlich etwas Wichtiges, dass ich Cortison brauche zum Beispiel. Und oder dass ich ja, Diabetes spritzen muss und so Sachen, das ist für mich nicht so toll, oder? Und ja, für kurze Zeit bin ich eigentlich der gesündeste Mensch. Aber immer alles auf Dauer und so, das ist für mich schon sehr anstrengend. Und ja, aber eben, ich bin noch frei, ich mache viel, ich bin überhaupt nicht irgendwie sauer auf meine Krankheit oder dass ich nicht so gut wie andere bin. Ja, bin ich halt nicht so ein guter YouTuber, aber für mich ist der Erfolg gar nicht mehr so wichtig. Für mich sind Kollegen wichtig. Ich mache YouTube zum Kollegen kennenlernen. Ich habe schon so viele Kollegen, aber für mich reicht das noch nicht. Ich habe 30 Kollegen in einer Gilde von Diablo 2, 3. Ich habe sicher 40, 50 Kollegen hier auf dem Server, bei Skype, bei Facebook, ja, Facebook nicht mehr so, aber Twitch, ja, YouTuber habe ich auch als Kollegen. Aber alle haben halt auch einen anderen Geschmack und da kann ich nicht immer alle treffen und Spaß haben. Für mich sind Kollegen eine schöne Ablenkung, eine willkommene Ablenkung. Ich sehe, was die für Probleme haben, was die für tolle Sachen machen, was die, ja, was die denen interessiert. Und dadurch möchte ich eigentlich ein offenes, so offen wie mögliches Projekt machen mit diesem Let's Play und hier auf dem Server. Weil es ist immer alles geschlossen, also zum Beispiel Minecraft Leben, das war so mega toll. Oder jetzt das Minecraft Nero, das kommt. Da sind die besten YouTuber drin. Und das heißt also auch, dass die besonders viel Schutz brauchen und dann niemanden sonst einladen. Und deshalb
Ja, möchte ich so offen wie möglich sein. Ist mir egal, wenn mal jemand grieft. Ich bin eben einer der tolerantesten, also ich reg mich am wenigsten über Spiele auf, die halt mal etwas zerstören wollen. Und ja, bin deshalb so freudig wie noch nie. Nach schwerer Krankheit im Winter, nach schweren Problemen, habe ich es geschafft, jetzt wieder hier im Frühling aufzublühen sozusagen und etwas zu zeigen. Egal ob nur 13 schauen. Egal ob nur 200 schauen. Egal ob nur 1000 schauen. Für mich sind es viel. Und deshalb, ja, bin ich auch mit wenig zufrieden. Eine, auch wenn nur einer mitmacht oder sonst irgendwas. Und irgendwann kommen dann schon Leute. Und wenn ihr das Projekt Leben gesehen habt, dann wisst ihr, wie viel Spaß das macht. Oder machen kann. Die Leute sind nur ein bisschen zu scheu. Die sind nicht gerade. Also ich habe auch manchmal Mühe, irgendwie wieder das beizutreten oder so mal zu machen. Man ist halt nicht so sehr offen. Das ist klar. Aber sobald man offen ist, hat man ein schönes Leben, hat man viel zu tun. Das ist ja auch meine Liebe. Also ich möchte das. Ich will das. So. Haben wir das? Noch alles rein. Noch Pfeile. Ja, die Werkbank kommt auch hier rein. Haben wir schon zwei. Hier haben wir Werkbank, ja. So. Ja, die Rüstung muss ich wieder mal anziehen. Die habe ich schon so lange und vergesse immer. So. Hier haben wir Steine. Sehr wertvoll. Hier unten geht es dann zum Strand. Hier oben haben wir die Hütte. Sehr schlicht, weil ich es auf wenig Raum wie möglich machen musste. Da drüben haben wir ein paar Leute. Ich denke, drei Leute, die kenne ich nicht. Also schon länger her, was sie das gebaut haben. Hier habe ich den Amboss und den Zaubertisch. Ja, der Garten. Klein. So klein wie möglich. Und dann die Kühe unten. Und ich zeige jetzt mal kurz noch, was. Ja, machen wir das im nächsten Part. Aber hier unten haben wir noch die Kühe. Die Kühe brauchte ich ja fürs Leder, für die Bücherregale und für die Zauberbücher. Und ja, das Zuckerrohr brauchte ich sehr viel. Ja. Ja, man sieht es jetzt nicht so umfangreich, aber hier ist einfach der normale World Spawn. Und weil ich einer der Ersten war auf dem Server. Okay, schon ein bisschen später, aber ich hatte noch Glück, dass ich wenigstens am Berg noch ein bisschen benutzen konnte. Haben wir hier überall noch die alten Gebäude. So, zum Beispiel eben Seslix, dem Owner sein Haus. Hier kommt dann das Hochzeitsevent. Da könnte ich dabei sein, könnte es aufnehmen. Ja, der Chu ist hier, der Dekdai. Und da oben hinten hat es noch eine Burg und so. Das ist der Spawn, also das da drüben. Also nicht der ganz normale Spawn, also der ehemalige Spawn sozusagen von der World. Das ist die World-Welt. Aber es gibt die Spawn-Welt noch, wo ja, imposante Gebäude sind. Gut. Ja, jeder Stock wird wieder eine andere Lehmfarbe haben. Und oben dann Leuchtturm. Also, ja, das Feuer dann. Und dann werde ich Schiffe machen, die dort. Aber das im nächsten Part. Bis denne. Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß noch mit anderen Videos. Tschüss.